Das Ganze war bei einem Logistikunternehmen im Gewerbering in Bexbach. Gestern Abend, 7:45 ging der Einsatz dort los, beziehungsweise wurden die Rettungskräfte alarmiert. Es hat sich so dargestellt, dass ein Arbeiter des Logistikunternehmens dabei war, die Wechselbrücke eines Aufliegers auszuladen. Die Wechselbrücke stand zu diesem Zeitpunkt auf den Stützen. Der Auflieger war nicht mehr unter der Wechselbrücke. Der Mitarbeiter des Logistikunternehmens hat dann die Laderampe betreten und ist mit dem Hubwagen, das ist eine Art Eidechse, auf die Wechselbrücke aufgefahren. Bei diesem Vorgang gab wohl eine der Stützen nach, beziehungsweise war nicht richtig arretiert. Und die Wechselbrücke samt Hubwagen ist auf den Arbeiter gestürzt, der dann zwischen der Wechselbrücke und der Laderampe eingeklemmt wurde. Ja, die Feuerwehr musste hierbei zunächst mal die Wechselbrücke absichern, das heißt mit verschiedenen Seilwinden, mit Unterbauten musste diese Container abgesichert werden, um ein Nachrutschen zunächst mal auf die verletzte Person, aber auch auf die Einsatzkräfte zu vermeiden. Insgesamt hat das Ganze 80 Minuten gedauert, der Rettungseinsatz, bis der Verletzte aus der misslichen Lage geborgen wurde. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Er hat Stand jetzt Beinfrakturen erlitten durch den Unfall. Und Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Allerdings ist ein stationärer Aufenthalt notwendig. Grundsätzlich waren gestern Abend zunächst die Kollegen vom Wach- und Streifendienst dort vor Ort, als aber auch die Tatorteinheit. Es wurden erste Maßnahmen zur Beweissicherung getroffen. Grundsätzlich der weitere Verfahrensgang sieht so aus, dass es am kommenden Montag zunächst weitere Befragungen gibt. Ob es dort Personalbeweise geben wird, also ob es Zeugen gibt. Und zum Grund, ob hier ein technisches Versagen vorliegt dieser Stütze oder eventuell auch ein fehlerhaftes Bedienen desjenigen, der die Wechselbrücke dort abgestellt hat, ist bislang unbekannt. Okay. Möglich wäre hier zunächst mal das gänzliche Vergessen des Ausfahrens dieser vierten Stütze, auf dem diese Brücke steht. Falsche Bedienung wäre aber auch einen Sicherungsbolzen beispielsweise nicht zu arretieren und somit kommt es dann, wenn von oben ein Gewicht aufgefahren wird, zum Wegknicken dieser Stütze. Beim Arbeitsunfall ist es ganz normal, dass auch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz hier eingebunden wird. Diese wurden von uns bereits in Kenntnis gesetzt und werden dann auch in der folgenden Woche ihre Ermittlungen in eigener Richtung durchführen, das heißt, ob arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten wurden oder nicht. Weiterhin wird unser Kriminaldienst hier im Haus die Ermittlungen führen und auch dort versuchen, den Hergang des Unfalls zu ermitteln.